So, ihr Lieben, früher Morgen hier, wenn ich das aufnehme, frisch geduscht. heute geht sie los, die einzig und alleinige Liebeschip-Extremwoche. Diesmal also etwas länger, 9 Tage bis 1.12. gibt's fette 20% auf meine Kurse. Das ist so mit der höchste Rabatt, den es im ganzen Jahr gibt. Also nutzt das. Es gibt nur manchmal noch so extra Aktionen für Leute, die mal Newsletter abonnieren, aber deswegen, das bietet sich manchmal auch an, das zu tun. Aber grundsätzlich ist das die Chance, günstig an meine Kurse zu kommen. Da sind auch alle drin jetzt, bis auf die sofort laufenden Dinge, diese Community, da geht das technisch nicht so gut. Aber ansonsten alle meine Kurse, Bindungsangst, Liebeskummer, whatever, Spiritualität, nice geiles Leben, alle mit dem Code LiebeShip20 großgeschrieben zusammen, packe ich auch nochmal unter das Video, bekommt ihr im Buchungsprozess dann 20%, seht ihr auch sofort, ob das geklappt hat, wenn man den eingibt. Ja, heute nur ganz kurzes Thema. Die Beziehungsverträge werden gerade neu verhandelt. Also wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, bin ich jetzt überhaupt nicht irgendwie pessimistisch oder redet sie von Narzissmus, Epidemie oder was da oft gesagt wird. Ja, es kracht und knallt gerade an allen Ecken und Enden. Das liegt aber auch, dass ja, die Menschen und auch, also vor allen Dingen ihr, die hier, also sonst wärt ihr nicht hier auf meinem Kanal, die Menschen immer bewusster werden, immer mehr für sich einstehen, immer mehr sagen, nee, ich möchte nicht mehr unter diesen alten Beziehungsverträgen, die halt Täter-Opfer-Ebene beinhalten, ausgenutzt werden, verarscht werden oder auch andere ausnutzen, möchte nicht mehr daran teilhaben und insbesondere die jetzt hier sind, sicher oder ja, sicherlich eher auch auf der Opferebene dann, die einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese scheiß Energien, ich habe einfach keinen fucking Bock mehr und ich will einfach schöne Beziehungen haben und die gibt's auch und da geht es jetzt auch gar nicht nur um Liebesbeziehungen, es betrifft auch Freundschaften, Bekanntschaften, eigentlich alles. Und ja, ich möchte euch auch nochmal Mut machen. Also macht das, geht diesen Weg und ihr schließt auch nicht andere aus, sondern ihr geht einfach nur weiter. Ihr sagt irgendwie, ich möchte nicht immer im bitterkalten Winter leben, ich möchte jetzt mal an den Strand. Also mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt an den Strand und du kann jeder mitkommen und die Leute, die am Strand sein wollen, wir treffen uns am Strand, ne? Und die anderen können ja weiter, wäre jetzt unbedingt weiter Schnee, also jetzt so eine Metapher, ne? Ich finde Schnee ja eigentlich geil, aber nehmen wir es mal als Metapher. Wer unbedingt im kalten Sibirien Schnee schippen will, der kann es ja weitermachen. Aber ich möchte es nicht mehr, ne? Ich möchte es nicht mehr. Und das ist auch nicht gegen andere, sondern das ist eigentlich, dass du sagst, ich gehe weiter und es ist ja dann auch eine Einladung, die du dann implizit auch aussprichst, dass du sagst, ja, könnt ihr alle mitkommen in schönere Beziehungen, aber nicht, dass ihr jetzt wieder denkt, ihr könnt jemand ändern, aber also in dem Moment, wo du gehst und wo du sagst, ich mach das nicht mehr mit oder wo du auf null Kontakt gehst oder wo du jemand eben nicht mehr anrufst oder wo du weitergehst, wo du jemand nicht noch eine hundertste Chance gibt, ja, da, also da gehst du an deinen Strand, deinen inneren nice geilen Strand und gibt's auch implizit, ohne dass du es aussprechen müsstest, auch eine Botschaft. Ja, also wie gesagt, da kann jeder hingehen und jeder ist eingeladen, diese toxische Beziehungsebene zu verlassen. Nur jeder muss das selbst für sich entscheiden, ob er das macht oder ob er es nicht macht. Aber ich denke, also ich spüre das zumindest, dass es so eine gesamte Energie gerade ist, dass es einfach dran ist, zu sagen, nein, wir gehen jetzt in unseren Beziehungen aufs nächste Level. Wie gesagt, betrifft überhaupt nicht nur Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen und erlaubt euch das und gönnt euch das und genießt das, wenn ihr was unweigerlich passieren wird und ich denke auch zunehmend passieren wird, auf Menschen trefft, ja, mit denen es leicht ist, einfach ist, schön ist, mit denen ihr in eine hohe Energie gehen könnt und ja.
Und so soll das sein, ne? Nicht diese Quälerei und Drama und Verletzung und runterziehen. Nee, so ist es nicht gedacht. Und aber es ist schon so gedacht, dass wir uns da raus, also selber, oder das heißt selber, auf jeden Fall, dass wir uns da rausarbeiten, selber unter Inspiration, Mithilfe von anderen oder vom Universum, ja, dass wir diesen Weg gehen und auch genießen. Und hört auf eure Intuition, hört, also diesen nice geilen Leben, kann ich immer wieder sagen, ist komplett ernst gemeint. Macht das, was euch Spaß macht. Also erlaubt euch, wenn ihr euch bewegen wollt, bewegt euch. Wenn ihr das Gefühl habt, was auch ganz wichtig ist, glaube ich, ihr braucht mal Ruhe, meditiert. Macht das, was euch Spaß macht. Und da an diesen Plätzen werdet ihr auch andere Menschen treffen. Das ist so. Ne? Und also jetzt Plätzen auch im übertragenen Sinne so. Also es ist nicht nur auf so einer Einzelebene, denke ich gerade. Ich denke, es ist wirklich auf einer breiteren Ebene, dass da wirklich ein Shift passieren darf in bessere Beziehungen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt wirklich dran, dass jetzt wirklich, wirklich, wirklich dran und erlaubt es euch. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.